den Kopf, dass... Es tut mir leid, aber das wird nicht gehen. Sie haben gesagt, ich soll Reformen machen. Ein bisschen sparen, ne? Ja, ja, aber das, no, das ist ein Scheißspiel. Was, warum? Das ist doch nur eine faule Ausrede, oder? Nein, nein, ist es nicht. Weil, gucken Sie mal, diese Länder, Irland, Portugal und Griechenland, die sind gezwungen worden zu sparen. Und jetzt haben die so viel Schulden wie noch nie zuvor. Können Sie mir das bitte erklären? Na, selbstverständlich. Herr von Wagner, würden Sie vielleicht... Also, ich erkläre Ihnen das mal. Sie stellen sich jetzt hier hin, Sie sind jetzt mal ein Staat. Welcher Staat wollen Sie sein? Monaco. Oh. Wollen Sie jetzt mitspielen oder nicht? Sie sind, nein, nein, Sie sind ein hochverschuldeter Staat. Sagen wir mal, Sie sind Italien. Ja, warum bin ich? Gut. Und was bin ich? Ja, Sie sind Frankreich. Gut, ich probier's. Ja. Und was mache ich? Du machst, was ich dir sage. So, also ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben eine Menge Schulden bei mir. Ja, ohne nichts und nur das. Schaust du mal, ist sie die einzige Geld, das ich überhaupt noch habe? Oh, ja, passen Sie gut drauf auf. Ich sag Ihnen jetzt, wie Sie von diesen Schulden wieder runterkommen. Ah, ohne wie? Sparen. Stupido. Ohne wo? Na, also bei den Ausgaben. Wie sage ich immer, die Kosten sind immer das Teuerste. Leider. Also, Löhne runter, Renten kürzen, Beamte raus und Kürzungen im Gesundheits- und Kulturbereich. Ah, Kultur, Theater, ah, Signore Abdel Karim. Signore Abdel Karim, Sie sind der Theaterbesitzer. Ja. Ja, ich muss Ihnen leider sagen, der Etat ist gekürzt. Endlich! Herr Wecker! Also, ich habe da einen super italienischen Song, den könnte ich jetzt mal singen. Herr Wecker, das Klavier ist gestrichen. Also, ich bin raus. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Habe ich sehr gut gemacht. Sehr gute Arbeit, muss ich sagen. Hey, pa, was willst du, hä? Geld. Ja, gearbeitet, ne? Ja. Gibt keine Arbeit. Und jetzt? Ja, Arbeitslosengeld. Gute, aber nur die Hälfte. Ich muss es sparen, ne? Gut gemacht. Gut gemacht. Signore Abdel Karim, ich kriege noch Steuern von Ihnen. Das glaube ich nicht, mein Freund. Was? Das ist ein Verlustbetrieb. Keiner kann sich Karten leisten. Was? Kohle her für die Fixkosten. Aber nur etwas weniger, ne? Na, Sie wollten doch sparen. Sag doch auch mal was, François. Liberté, Egalité. Und Austerité. Ah, sehr gut. Gut gelernt. Mama, was soll das? Je mehr ich spare, desto mehr Schulden ich habe. Na, machen Sie sich mal keine Gedanken über Dinge, die Sie nicht verstehen. Machen Sie mehr mit, wie heißt das noch? Disziplin. Ja, machen Sie mehr mit Disziplin. Ja. Ich habe keine Lust mehr, ich mache nicht mehr mit. Halt. Was? Haben Sie nicht was vergessen? Was? Na, Sie haben noch Menge Schulden. Bei mir. Hey, jetzt? Ich habe gar nichts mehr, Scheiße Spiele. Siehst du, Monsieur Uthoff, das hatte ich von vornherein schon gesagt. Scheißspiel. Jetzt. Jetzt habe ich es verstanden, Herr von Wagner. Sparpolitik führt zu noch mehr Schulden. Ja. Also ist jetzt einfach Schluss damit. Nein, jetzt ziehen wir die Sparpolitik erst recht durch. Die Medien sind völlig begeistert. Griechenland ist zurück an den Kapitalmärkten. Ah, dann geht es den Bürgern also wieder besser. Nein, den Bürgern geht es schlimmer als jemals zuvor. Wir haben einen Wirtschaftseinbruch von, sagen wir mal, -30%. Das gab es in Friedenszeiten in Griechenland eigentlich noch nicht. Es gibt eine schöne Geschichte. Ein alter Grieche hat mal gesagt, früher kamen die Deutschen mit Panzern und Schiffen und wir haben tapfer gekämpft. Jetzt kommen sie in Schlips und Kragen und wir sind ratlos. Aber hören Sie, das ist doch Wahnsinn. Im Süden, da verbluten die Länder und statt sie zu verbinden, machen wir einen Aderlass. Man könnte fast sagen, es ist eine Tragödie. Der griechische Patient, der kranke Mann von Europa. Aua. Ah, unser Chefchirurg. Schwester, bitte, die Instrumente. Aua. Sie brauchen keine Angst haben, Vertrauen, diese Maßnahmen sind nur zu Ihrem Besten. Ja. Gehen wir die Kürzungen noch mal durch. Gut. Krankenhäuser, Zehntausende von Stellen gestrichen.
Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen wehtun. Au! Und? Wie geht es dem Patienten? Sparpolitik führt zu Depressionen, Malaria und etlichen weiteren Krankheiten. Das muss jetzt wehtun, weil sonst das würde gar nicht wirken. Ne? Das ist... Sollen jetzt nur Klavier spielen? Wie sieht es mit den Selbstmordraten aus? Die waren einst die niedrigsten in ganz Europa. Jetzt sind sie um 40% gestiegen. Ich habe das Gefühl, Sie wollen gar nicht gesund werden. Scheißkürzungen! Was tun wir gegen die Arbeitslosigkeit? Leute entlassen. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit knapp bei 60%, Tendenz steigend. Gut, was soll ich Ihnen jetzt noch abhacken, damit Sie wieder auf eigene Beine stehen? Und wie sind die Zukunftsaussichten? Naja, 500.000 Kinder in Griechenland leben unter der Armutsgrenze. Griechische Familien geben ihre Kinder bei SOS-Kinderdörfern ab, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Hören wir dazu nun einen Kommentar des stellvertretenden Chefredakteurs der Welt am Sonntag, Ulf Poschardt. Was wir den Griechen zumuten, ist jenseits dessen, was man denen zumuten kann. Aber es ist trotzdem ökonomisch richtig. Verstehen Sie, das ist Neoliberalismus. Man begründet etwas, was nicht funktioniert, mit etwas, was nicht stimmt. Und was sagt Angela Merkel dazu? Angela Merkel macht für diese Politik Werbung mit dem Slogan "Gemeinsam erfolgreich in Europa". Das ist selbst mir zu zynisch. Sehen Sie, uns Wählern wird ja oft vorgeworfen, wir hätten kein Interesse.